Anna, was geht? Willkommen zurück hier bei Spider-Man Remastered. Wir retten die Welt, Freunde. Wir retten die Scheißwelt. Habt ihr mal gesehen, an der linken Seite, wie viele Sachen noch gesperrt sind? Was wir alles noch machen können müssen? Das ist der absolute Wahnsinn. Wir hatten ja beim letzten Mal schon geguckt, ob wir hier noch irgendwas upgraden können, ob wir irgend noch was noch machen können. Und, schließe Herausforderungen ab. Spiele weiter. Naja, wir haben auch hier diese Benchmarks, habe ich gesehen. Und das ist einfach nur, während wir einfach das Game zocken, füllen wir Benchmarks. Hier zum Beispiel 5000... Also insgesamt 5000 Meter weit nah am Boden und dann bekommen wir dafür 50 EP. Finde ich ganz geil, wenn man einfach so durch Zocken ein paar Sachen freischaltet. So, jetzt wollen wir aber erstmal gucken. Wie ich in meiner Nostradamus-ähnlichen Prophezeiung vorausgesagt habe, sind unsere Straßen nun voll von aufstrebenden Gangstern, die sich gegenseitig tyrannisieren, nachdem Spider-Man Wilson Fisk rücksichtslos ausgeschaltet hat. Mein nächster Gast hat einen bewaffneten Überfall überlebt. Wir sind froh, dass sie wohlauf sind. Danke, das war so krass. Die Typen kommen einfach rein und wedeln mit Knarren rum. Schrecklich, wenn ein Geschäftsmann Angst haben muss, auf ehrliche Weise Geld zu verdienen. Ja, nur gut, dass Spider-Man vorbeikam und sie aufgehalten hat. Haben Sie nicht zugehört? Es ist seine Schuld! Ich wollte nicht laut werden, aber wenn ich bedenke, was Sie durchgemacht haben, werde ich emotional. Jared, unser Anrufer ist aufgewühlt. Gönnen wir ihm Ruhe. Mir geht's gut. Wiederhören! Mir geht's gut, dank Spider-Man. Ordentlich verprügelt. Ich hätte sie fast als Beweismittel benutzt. Aber MJ meinte, das sei Hausfriedensbruch und ich würde im Knast landen. Typisches Parker-Glück. So, ich habe mir übrigens überlegt, ich werde wahrscheinlich diese Wahrzeichen... Beziehungsweise, ich habe mir, um ehrlich zu sein, habe ich mir überlegt, ich werde erstmal diese Überwachungstürme, das werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Sturm auf die Burg Nebenmission. Wir haben eine Nebenmission. Okay, Freunde, ihr wisst, wir müssen jetzt eine Nebenmission machen. Und auf dem Weg dann können wir uns noch ein paar Türme geben. Habe ich auch ein bisschen Zeit mit euch zu quatschen. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall an jeden, der hier zuschaut, Alter, und ein Däumchen nach oben hinterlässt. Hätte ich nicht sagen dürfen. Denn die Folge, in der ich das gesagt habe, hat, glaube ich, 7 Aufrufe. Und ein Like, das von mir. Nee, Mann, ey, ich hoffe, euch geht's gut. Wie gesagt, ich freue mich, wenn man hier reinschaut, aber ihr kennt ja die Regel auf meinem Kanal. Niemand soll sich hier irgendwas angucken, auf was er keinen Bock hat. Mir macht das Game auf jeden Fall einen Haufen Bock. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir haben ja noch nicht mal alles freigeschaltet, was man hier machen können, haben muss, soll. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Ich bin dabei, Spidey Boy. Ich bin dabei. Achtung, Einheiten. Uns wurde ein Drogendeal gemeldet. Officer bei Vanderbilt. Augen auf. Ein Drogendeal? Warum macht man sowas? Neue Ausrüstung verfügbar? Wait a second. So. Zack. Guck mal, und da haben wir auch gleich hier schon wieder... Achso, ihr seht's ja gar nicht. Hinter mir ist ja das Radar. Wir haben quasi hier direkt neben uns... haben wir schon wieder so einen kleinen, so eine kleine Baustelle, Freunde. Und ihr wisst, Alter, bei Baustelle, da klingeln meine Spidey-Senses. Yuri! Ich habe eine Baustelle von Fisk gefunden. Jede Menge Arbeiter, die nichts Gutes im Schilde führen. Mach mal richtig Lärm.
Wenn jemand eine Störung meldet, kann ich Wagen hinschicken. Lärm? Das kann ich. Vom Gebäude? Okay, Lower Takedowns, das kriegen wir ja noch hin, Freunde. Ist das sicher? Okay, wir machen die drei Lower Takedowns. Stoße. Okay, runterwerfen, das könnten wir sogar noch hinbekommen. Gute Nacht. Scheiße. Das habe ich mir anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ich überlege, machen wir einfach Krawall? Wirst du? Das wird Zack. Wehtun. Mann, K.O. Gefällt dir das, Spider-Man? Ja, finde ich ganz nice. Jetzt reicht auf ihn! Der Boss will Spider-Mans Kopf! Mist! Holt ihn auf den Boden! Aua! Okay, dann haben wir das. Dann können wir jetzt ordentlich loslegen, Leute verprügeln. Versucht ihm den Hintern! Los, Jungs! Wir haben Verstärkung! Für einen Typen im Knast sind Fisks Männer verdammt loyal! Halt ihn doch endlich ab! Bams! Jetzt gibt's Saures! Hey! Das ist nicht fair! Du willst mehr? Hol ihn runter, sonst haben wir keine Chance! Hol dir selber einen runter! Hey, Neuzugänge! Hatte ich erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Leg zusammen! Im Ernst, ich brauch noch was für die Miete! Ich habe gerade erfahren, dass hier Unmengen an Falschgeld im Umlauf sind. Falschgeld? Eine aussterbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Verdammt! Er darf uns nicht besiegen. Komm runter und kämpf wie ein Mann. Schlechte Frisuren, zu viel Parfüm. Yep, noch mehr Fistganoven. Zack. Mehr Nachschub? Leute, Willy hat gesagt, ihr sollt euch freinehmen. Pfadfinder Ehrenwort. Keiner macht den Kingpin ungestraft. Wir werden immer weniger. Das wird fake. Ich ihn nicht. Ich bin voll konzentriert. Bams! Mit dem Knie ins Gesicht, Baby! Der Boss will deinen Kopf! Was will er damit? Ha
Das ist einfach unangenehm. Easy, Baby. Jetzt ist ja alles ruhig, Captain. Super, noch eine Einnahmequelle, die Wilson Fisk nicht mehr für die Anwaltshonorare nehmen kann. Geil, Alter. Und es gab auch drei Basismarken direkt. So, weiter geht's. Wir holen uns das Teil und dann machen wir die Nebenmission. Mir wurde aber vorhin schon angezeigt, dass wir neue Ausrüstung haben. Was genau meinen die damit? Anzüge meinen die nicht. Anzugskräfte, Anzugsmods. Das hier. Erhöhte Reichweite AR-Scanner. Effektes Ausweichmanöver erhöht vorübergehend den Schaden. Finisher regenerieren. Generieren. Bonus. Erhöht die Rate, mit der Fokus generiert wird. Das wollten wir unbedingt drin haben, ne? Alter, da sind schon ein paar geile Sachen bei. Netzangriffe generieren mehr Fokus. Plasmaentladung. Aber momentan haben wir ja einfach nur drin, dass wir viel weniger Schaden nehmen und mehr EP bekommen. Und das ist auch gut so, Baby! Alter, die Gebäude hier sind ja auch ultra nice mal. Die Gebäude der Niceigkeit. Landung, okay. Hey, before you go, can you sign this for me, kid? Ich find's geil, dass die ganzen Polizisten einfach Englisch reden. Was ich mich frage, und das war in der ersten Folge, habe ich das schon gelesen. Und fand ich cool, dass ein paar Leute denselben Gedanken hatten wie ich. Und zwar, kann man sich an einen Helikopter unten ranhängen? Fragezeichen. Ernster Autounfall da unten. Sieht schlimm aus. Wow. Wow. Autsch, Alter. Ich hab Y gedrückt. Aber halt nicht als erstes. Ich war nah dran, Freunde, okay? Glaubt mir. Oh, 1500? Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen, Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Das werden keine Touristen sein. Sicher? Was, wenn es Touristen sind? Touristen wehren sich nicht so doll. Die gehen viel einfacher zu verprügeln. Okay. Fisks Männer. Nicht gut. Oh, das ist ein Sniper. Wer hier hinkommt, ist
Ja, das ist doof, weil du bist ja hier. Das heißt ja, du bist lebensmüde. Hat dich überrascht, was? Alles ruhig. Ich brauche einen neuen Podcast. Echo 6, bitte melden. Jemand muss nach Echo 6 sehen, er antwortet nicht. Ich übernehme. Hier ist nichts. Ja, hättest du mal gemacht. Bams! Werd langsam zu alt für den Job. Alter, ich bin sowas von Phantom einfach. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Laptop. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich sieh's mir an. Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten. Versuch positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es! Hey! Dude, Alter. 100 Pro sind das später auch die Herausforderungen. Hab sie! Aber sie hat den Stick nicht. Okay. Okay, jetzt weiß ich zumindest, was ich machen soll. Niete. Das war's. Ich hab den Stick. Nice. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten. Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Warum fühlt sich das nie so an? Haha, Truth Bomb. Aber es ist geil, Alter. Holy shit. Zack. So, wieder hierhin zurück. Weil es gibt keinen einzigen Laptop auf der Welt. Nur diesen einen hier. Anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe zwei Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Ohne Zugriff aufs Laptop können sie nichts hochladen. Das wird ein mieser Tag für dich. In der Luft treffe ich ihn nicht. Auf ihn! Achtung, er ist in der Luft!
eingeschlossen. Fast so aufregend wie damals, als ich drei Gelbscheitel-Waldsänger gesehen habe. Hey, sie haben es auf noch zwei Anschlusskästen abgesehen. Ich schicke dir den Standort. Danke für die Information. Ich sollte mich beeilen. Noch zwei? Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Voll süß. Zack! Da ist er! In der Luft treffe ich ihn nicht. Dano! Ich schieße ihn in Stücke! Nur noch einer. In Stücke schießen? Okay, Freunde. Das Gute ist, wir sind Profis. Weißt du, wie ich meine? So schnell kann uns nichts schocken. Da bist du ja. Das wird ein mieser Tag. Hol ihn auf den Boden. Bams! Alter, ich bin wie Bruce Lee, bloß krasser. Bams! So, die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein, sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Alrighty. Sie wollen die Tür aufbrechen. Wir wissen, dass du der Spinne hilfst. Mach auf! Bin gleich da. Versteck dich. Ja, teilt euch auf. Findet die Frau mit dem Fernglas. Werd langsam zu alt für den Job. Mr. Fisk ist immer fünf Schritte voraus. Donny, bist du... Nicht schnarchen. Nein, ich bin nicht Donny. Selbst die Ratten bleiben weg. Donny, bist du... Spider-Man, schalte den aus und stoß dann die Frau runter! Mach mal Pause. Mieser Tag für dich. Mach nicht mal drüber nach, das mit mir zu machen. Zack! Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. Habt ihr gesehen, Alter? Ich bin so langsam ein richtiger Spinnenprofi, Alter. Danke, Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Hey, ich danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Nein. Danke. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Alter. 1500 EP. Bams, neue Stufe. So ein Keks würde ich nehmen. Lass mal gucken. Anzüge. Was gibt's da? So ein richtiger Oldschool-Anzug. Ist das ein Oldschool-Anzug? Der sieht für mich richtig nach Oldschool aus. Ruft einen Spider-Bro als temporäre Hilfe im Kampf. What? Fertigkeiten können wir eine machen. Wir haben Sachen, die... Das kostet 2. Okay, hier können wir dann auch größere Waffen entziehen. Und hier können wir die Waffen... wegnehmen und auf die Gegner zurückwerfen. Und hier können wir Raketen zurückwerfen. Oh, das ist nice. Was mal hier? Drücke X in dem Augenblick, wenn ein Angriff landet, um Bonusfokus zu generieren.
Okay, verlangsamt die Zeit, bevor du einen tödlichen Treffer einsteckst, gibt dir die letzte, gibt dir eine Chance zum Ausweichen. Drücke X und halte dann Y gedrückt, um einen Gegner zu greifen und eine beliebige Richtung zu werfen. Ja, das sind so die Sachen, wo ich denke, das wird nie passieren. Das Teil hier will ich haben. Das ist das Teil hier. Jetzt können wir uns irgendwie so katapultieren. Bams! Baby! So, und wenn wir gerade hier sind. Können wir noch den Turm mitnehmen. Der Central Park. Hat ein bisschen länger gedauert. Bin gespannt die ganze Zeit, was das mit den Herausforderungen sein wird. Heb mal was Schweres, was ist mit ihm los? Bei Observierungen muss ich doch was zu tun haben. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Das sieht aus wie ein Steam Deck Switch. Ding. Hybrid. Nur Feiglinge überfallen einen hilflosen Menschen. Ich wette, du hast keine Fragen gestellt. Spider-Man! Ist hier der Moshpit? Super! Spider-Man ist verflucht schnell. Holy. Ja, ist doch gut. Ich hab's doch verstanden, Alter. Oh, wirf drei Objekte auf Gegner. Kriegen wir hin. Kurz mal weg. Ams! Ich bräuchte mal kurz ein Objekt. Warte. Kannst du bitte? Ach, danke. Autsch. Lass sie nicht davon kommen, Spider-Man! Wow, ist das eklig. Gib mich auf, Spidey! Der Typ will irgendwie nicht so ganz sterben. Jetzt aber. Lebe durch Prügel, sterbe durch Prügel. Danke. Früher war es hier sicher. Ja, früher. Früher ist vor langer Zeit gewesen. Guck mal, aber sonst haben wir keine Nebenaufträge. Was ist das? Feast? Feast? Was soll das denn Feast, Alter? Okay, Freunde. Wir müssen eh da jetzt hin. Überleg mal, was wir alles geschafft haben in dieser Folge. Einiges. Und noch viel mehr. Und ich glaube, zusammen sind wir schon wieder ein bisschen mehr heldenhaft geworden. Central Park, over.
Diebe, ich muss dahin. Das sind viele, Alter. Er ist erledigt. Verbrechen sind jetzt demokratisch. Hey, irre mit der Maske, mein Bruder. Oh, ihr habt ohne mich angefangen. Spider-Man! Oh, du! Ich muss ein Foto machen. Das war's schon? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Ich finde, wir machen uns richtig gut, Freunde. Ich bin gerade total in the zone in dieser Folge. Merkt man wahrscheinlich. Ich habe auch das Gefühl, ich habe, glaube ich, diese Folge gar nichts gesagt. Keine Sorge. Es wird auch weitergehen mit meinen absolut bekannt unfassbar lustigen Witzen. Aber wir müssen erstmal zurück. Wir sind ganz schön abseits von dem, wo wir eigentlich sein sollten. Aber wer kann uns schon sagen, wo wir eigentlich sein sollten, ha? Ich meine, wir sind fucking Spider-Man. So. Die Folge ist auch schon rum, weiß ich auch. Aber ich will noch zu diesem Fies-Ding kommen. Guck mal, wir sind ganz schön schnell unterwegs. Das ist auch so ein Ding. Wir hatten das schon ein paar Mal angesprochen. Das ist hier. Einbruch gemeldet. Ort ist Little Tokyo. Over. Dass es hier ein Schnellreisesystem gibt. Aber wer macht denn sowas? Wie wär's mit Anklopfen? Ich stampf dich in den Boden! Achtung! Nein, das ist nicht okay! Das ist nicht okay! Ja, ich hab ihn! Komm nicht an ihn ran! Halt ihn ein! Zack. Ich muss noch überlegen, wie ich das mache. Mit dem letzten. Ah, nice. Er ist verletzt! Ich glaub's nicht! Bams! Seht's mal so. Wenn ich euch nicht gestoppt hätte, wärt ihr noch viel länger im Knast. So sieht's mal aus, Freunde. Wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Spider-Man. Ich bin auf jeden Fall auch wieder dabei. Und dann gucken wir uns dieses Fies-Ding an. Und dann gehen wir auch zum nächsten Storypunkt, Alter, und hauen dem Schocker schockierend auf die Fresse. Freunde, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Nach oben. Und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye, bye.